Die olympische Ballnacht in Wiesbaden, dieses Jahr ganz im Zeichen der nächsten Winterspiele in Sotschi. Hier trifft sich das Who is Who der hessischen Sportszene und Politikprominenz. Wieder Walzer im feinen Anzug, für manche Sportler eine nette Abwechslung, für andere etwas gewöhnungsbedürftig. Also ich war jetzt die letzten beiden Jahre schon hier, war Newcomerin des Jahres, hatte immer einen tollen Abend in toller Gesellschaft und natürlich in einem tollen Ambiente hier. Und es ist immer schön, wieder herzukommen. Und ich freue mich auch auf die kommenden Jahre. Ich hoffe, dass die Ballnacht erhalten bleibt und dass ich immer wieder kommen kann. Also einmal im Jahr ist es okay, zu oft brauche ich es nicht. Im Mittelpunkt wie immer die Ehrungen für die besten und erfolgreichsten Hessen. Zur Sportlerin des Jahres gekürt wurde Hindernisläuferin Gesa Felicitas Krause. Die 21-Jährige aus Ehringshausen wurde dieses Jahr U23-Europameisterin und belegte bei den Olympischen Spielen in London Platz 8. Künftig wird sie nur noch bei den Senioren antreten. Ich war in den letzten beiden Jahren Newcomerin des Jahres und konnte mich jetzt dieses Jahr bei den Damen behaupten. Und das ist natürlich ein schönes Gefühl und natürlich auch nochmal so ein schöner Rückblick auf die letzten 2-3 Jahre. Sportler des Jahres wurde Schwimmer Marco Koch und ließ bei der Wahl unter anderem Turner Fabian Hambüchen hinter sich. Der 23-jährige Darmstädter holte in Barcelona WM Silber über 200 Meter Brust, der einzige Lichtblick der deutschen Beckenschwimmer bei der Weltmeisterschaft. Eine Auszeichnung also mit großer Bedeutung. Ich habe wirklich nicht damit gerechnet. Ich habe keine Ahnung gehabt, wer nominiert wurde und ja, war eine sehr große Überraschung für mich. Das war das erste Jahr, wo ich vor meinen Starts nicht sehr aufgeregt war. Ich hatte einfach nur Spaß an dem, was ich gemacht habe und von Rennen zu Rennen hatte ich mehr Spaß und es ging immer besser. Die Trophäe für die Mannschaft des Jahres konnte niemand von Eintracht Frankfurt persönlich entgegennehmen. Heimspiel gegen den Hamburger SV. Hessens Fußballpräsident Rolf Hocke sprang ein. Passend gekleidet zur Rückkehr auf die internationale Fußballbühne. Aber wie sehr werden die geehrten Sportler eigentlich das Motto des Abends verfolgen, die kommenden Winterspiele? Auf jeden Fall. Also ich bin allgemein ein Sportfan. Ich liebe Biathlon und dementsprechend gucke ich mir das dann auch an. Mal schauen, was da so im Fernsehen laufen wird. Aber hinfahren kann ich natürlich nicht, weil ich selbst auch trainieren muss. Ja, ein bisschen. Meine Mutter ist begeisterte Biathlon-Guckerin, also da schaue ich ab und zu mal mit. Jede Menge Sportlerehrungen, ein bisschen Glamour und die Winterspiele. Die Olympische Ballnacht 2013.